Die Türkei hat in dieser Woche begonnen, radikale Islamisten und mutmaßliche IS-Anhänger nach Deutschland abzuschieben. Es ist das erste Mal, dass sie auf diesem Weg nach Deutschland zurückkehren. Heute soll eine Familie abgeschoben werden, morgen folgen zwei Frauen. Wie umgehen mit den Rückkehrern und was bedeutet das für die Sicherheitslage in Deutschland? Darüber wird seit Anfang der Woche auch im politischen Berlin diskutiert. Ein kurdisches Gefängnis im Norden Syriens. Hier sitzen mutmaßliche IS-Kämpfer ein, auch aus dem Ausland, aus Europa, vielleicht aus Deutschland. In syrischen Flüchtlingslagern Frauen mit Verbindungen zum IS und ihre Kinder. Das ungelöste Problem, was passiert mit den Personen, die einen ausländischen Pass haben? Wann können sie in ihre Heimatländer zurück und unter welchen Bedingungen? Auch in der Türkei sitzen Deutsche mit einem möglichen IS-Bezug in Abschiebehaft. Das türkische Innenministerium hat jetzt angekündigt, mindestens 9 von ihnen noch in dieser Woche nach Deutschland abschieben zu wollen. Wir wollen wissen, wer da zu uns kommt. Wir wissen, dass es sich bei den Fällen, über die im Moment gesprochen wird, im Wesentlichen um Frauen und Kinder handelt, also um Familien. Aber darüber hinaus wollen wir überprüfen, ob es Personen gibt, die in irgendeiner Weise mit dem IS in Verbindung zu bringen sind. Denn wenn das der Fall ist, brauchen wir gerichtsverwertbare Beweise. Die Personen, die jetzt abgeschoben werden sollen, haben offenbar keine Kampferfahrungen im IS-Gebiet. Trotzdem gibt es die Sorge, dass mit ihnen islamistische Gefährder nach Deutschland zurückkehren. Innenminister Seehofer versichert: Die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass jeder Einzelfall von den deutschen Behörden sorgfältig geprüft wird. Wir werden alles tun, um zu verhindern, dass Rückkehrer mit Verbindungen zum IS zu einer Gefahr in Deutschland werden. Im Idealfall liege für den Rückkehrer schon ein Haftbefehl in Deutschland vor oder zumindest ein Ermittlungsverfahren, so CDU-Innenpolitiker Schuster. Die Fälle, die wir in Haft nehmen können, das ist dann ein klarer Schritt. Schwieriger sind die Fälle, wo wir erstmal nichts Konkretes nachweisen können, aber eine Gefährlichkeit einfach nicht ausschließen können. Und dann geht es natürlich um Überwachungsmaßnahmen, das ist personalintensiv. Das können polizeiliche Maßnahmen sein, es können nachrichtendienstliche Maßnahmen sein, aber das belastet die Sicherheitsbehörden. Dass Personen mit einem deutschen Pass von Deutschland zurückgenommen werden müssen, auch wenn sie einen IS-Bezug haben, daran bestehe kein Zweifel, so auch die Opposition. Da wir an anderer Stelle auch erwarten, dass Herkunftsländer ihre Staatsangehörigen, insbesondere auch Straftäter, die abgeschoben werden, zurücknehmen, müssen wir uns als Bundesrepublik grundsätzlich auch daran halten. Die Bundesregierung hat den Kopf in den Sand gesteckt, weil sie gesagt haben, dass es unpopulär IS-Terroristen wieder nach Deutschland zu holen, obwohl sie deutsche Staatsbürger sind. Das Problem der rückkehrenden IS-Kämpfer habe eine europäische Dimension. Deswegen sei der Austausch von Informationen untereinander so wichtig. Dies ist ein Problem für die Sicherheit der Türkei, die Sicherheit der ganzen Region und auch die Sicherheit Europas. Es muss absolut verhindert werden, dass diese Barbaren wieder auf freien Fuß kommen. Und das muss koordiniert werden. Denn Deutschland und die anderen europäischen Staaten müssen sich wohl darauf einstellen, die ehemaligen IS-Kämpfer und ihre Angehörigen aus dem eigenen Land zurückzunehmen. Mein Kollege Volkmar Kabisch vom Norddeutschen Rundfunk kennt sich mit dem Thema aus. Heute ist nun angekündigt, dass eine 7-köpfige Familie aus der Türkei nach Deutschland abgeschoben werden soll, wenn die hier eintreffen. Was passiert dann mit denen? Mit dieser Familie ganz im Konkreten wird in Wahrheit gar nichts passieren. Die spazieren aus dem Flughafen raus, weil es sich hier um eine Familie handelt, die nie kämpfen war. Die waren nie in Syrien und haben an der Waffe Dienst geleistet für diesen sogenannten Islamischen Staat. Sondern das sind Leute aus Hildesheim, die auch, sagen wir mal, der dortigen Moscheegemeinde, die eine große IS-Bezug hatte, nahestand. Das heißt, sie haben mit dem IS sympathisiert. Aber die Sympathie allein ist nicht strafbar. Mhm. Jetzt kommen sie zurück und werden auf freiem Fuß gesetzt werden. Diese Familie wird zumindest in Teilen dem salafistischen Milieu zugeordnet. Steigt dadurch dann nicht insgesamt eine Gefährdungslage? Naja, es ist so, dass die Sicherheitsbehörden schon jetzt nicht unglücklich waren, als diese Familie Anfang des Jahres ausgereist ist. Aber am Ende sind es natürlich unsere Staatsangehörigen, ist unsere Verantwortung. Sie haben sich hier radikalisiert. Damit ist es auch unsere Aufgabe, sich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen und zu sehen, inwieweit man sie deradikalisieren kann, inwieweit man sie wieder auf den Boden dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung zurückbekommt. 95 Deutsche sollen sich in Syrien in Gefangenschaft befinden, die mit dem IS in Verbindung stehen. Was weiß man über diese Leute und werden die alle kommen?
Auf kurz oder lang gehe ich davon aus, dass sie nach Deutschland zurückkehren werden. Bisher hat die Regierung versucht, das zu verhindern, hat immer gesagt, wir nehmen die Kinder. Aber die Erwachsenen, die tatsächlich für den IS gekämpft haben oder dort gelebt haben, die wollen wir nicht zurückbekommen. Jetzt hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in der vergangenen Woche in einem Beschluss der Bundesregierung ganz klar aufgegeben, in dem Fall eine Frau und ihre drei Kinder zurückzuholen. Viele solcher Klagen gegen die Bundesregierung sind anhängig. Auf kurz oder lang werden sie diese Leute zurückholen müssen und sich jetzt gut vorbereiten, dass man sie eben hier mit einem Ermittlungsverfahren oder sogar einem Haftbefehl erwarten kann. Außenminister Maas, das haben wir auch eben im Film gehört, sagt, er will genau wissen, wer nach Deutschland kommt. Er will da auch gerichtsfeste Unterlagen haben. Was tun, wenn man die nicht hat? Na, es ist so, dass der Bundesnachrichtendienst, also der deutsche Auslandsnachrichtendienst, war sehr, sehr häufig in Syrien, in diesem Gebiet der Kurden im Nordosten Syriens. Und die haben auch sehr, sehr viele Befragungen vorgenommen, Verhöre und Ähnliches. Aber die Aussagen einem Geheimdienst gegenüber sind immer nur bedingt nutzbar vor Gericht. Deutsche Polizisten können nicht nach Syrien, um dort zu ermitteln. Das macht es eben so schwierig, Beweise zu finden. Ganz am Anfang, als der sogenannte Islamische Staat angefangen hat, da haben die Terroristen in Wahrheit die Beweise gegen sich selbst bei sozialen Medien geteilt und die Beweise sozusagen ins Internet gestellt. Irgendwann haben sie damit aufgehört. Und das macht es natürlich für die Sicherheitsbehörden schwierig. Und Deutschland hat anders als beispielsweise die amerikanischen Partner nie Ermittlungsbehörden am Boden gehabt. Battlefield Evidence nennt sich das, also das Aufsammeln von Beweisen vor Ort. Das hat Deutschland nie gemacht. Ja. Und das fällt ihnen jetzt auf die Füße. Ja, Stichwort auf die Füße fallen. Sie sagten ja auch gerade eben schon, man war in Teilen froh, als Menschen Deutschland verlassen haben, um mit dem IS zu kämpfen. Sind da der Bundesregierung Versäumnisse vorzuwerfen, dass man sich nicht früher gekümmert hat? Na, die Bundesregierung hat sich schon immer gekümmert. Gerade auch die Sicherheitsbehörden haben schon immer einen engen Blick darauf gehabt, wer ist da hingegangen, was machen die da vor Ort, was können wir rausfinden über die Tätigkeit dieser Deutschen im sogenannten Kalifat, was sie sich da aufgebaut haben. Aber man muss sagen, jetzt ist das Kalifat seit Anfang des Jahres Geschichte. Manche, zum Beispiel die Frauen, die morgen auch nach Deutschland zurückkehren, sitzen seit fast 2 Jahren in solchen Gefangenenlagern. Man hätte die in aller Ruhe sehr geregelt nach Deutschland zurückholen können. Da hat man immer versucht, Abstand zu bekommen. Und jetzt kriegt man sie sozusagen vor die Tür geliefert. Und da ist das Geschrei groß. Aber man hätte natürlich deutlich früher aktiv werden können. Im Film ist jetzt ja auch noch die Notwendigkeit einer europäischen Koordinierung angesprochen worden. Wie weit ist es denn damit? Es gibt solche, sagen wir mal, Ideen, beispielsweise im Nachbarland Irak ein internationales Tribunal aufzubauen, wo man IS-Terroristen vor Gericht stellt. Aber das ist bisher eine Idee. Das ist sehr unkonkret. Die Federführung haben da vor allem die Franzosen. Die Deutschen gucken eher zu und sitzen mit am Tisch, aber eher als Zuhörer. Und es ist über eine reine Idee noch nicht hinausgegangen. Das heißt, es ist total unwahrscheinlich aus meiner Sicht, dass das je zustande kommt. Viele offene Fragen und viele ungelöste Probleme. Danke, Volkmar Kabisch vom Norddeutschen Rundfunk. Danke.